Lennart Hamann. Dankeschön. Ja, das war jetzt der Überraschungseffekt des Abends. Vielleicht für die Leute nicht unbedingt so doll. Ihr habt gesehen, was kommt. Aber genau, ich bin's. Ich stehe hier rum. Hi, ich bin Lennart. Ich bin 25 Jahre alt. Wohne in Hamburg. Bin, wie gesagt, Slam-Poet und studiere Soziologie im 12. Semester oder wie wir das nennen, Regelstudienzeit. Und ja, ich mache Texte auf Bühnen, wohne seit 5 Jahren in Hamburg, bin dafür mein Studium hingezogen und wohne in einer WG zusammen mit einem anderen Slam-Poeten. Und da meinte irgendwann mal, Digi, seitdem wir hier zusammen wohnen in unserer WG, bist du irgendwie so negativ in deinen Texten. Du bist so gemein zu den Leuten. Warum schreibst du nicht mal was Schönes, irgendwas Gemütliches, wo Leute sagen, ach, wie fein. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und habe angefangen, einen wunderschönen Text zu schreiben, über das Nachhausekommen, über unsere WG auch. Daraus wurde dann ein Text über den dummen Hurensohn, der in so einem Erdgeschoss wohnt. Aber es geht ganz nett los und dann wird es sehr, sehr rau und ruppig. Das ist ein bisschen, wie Leute Sex mit mir beschreiben würden. Aber ich glaube, wir können die. Ich glaube, wir stehen das durch. Und der Text geht so: Die Nacht ist still und nebelig. Wie in Watte gewickelt schwebe ich Etage für Etage durch unseren Hausflur. Vermeide durch gekonntes Auftreten jede Form von Aufruhr. Ich blicke auf die Uhr, es ist 9:45. Bis zur Wohnungstür sind es nur noch ein paar Schritte zu gehen. Ich tippel auf 10, spitze die letzten Meter und dann ist es vollbracht. Ich flüstere nur leise, das war's und gute Nacht. Am nächsten Morgen streife ich pfeifend durch das Treppenhaus, greife in den Briefkasten, ziehe einen Zettel raus. Darauf steht in krakeligen Großbuchstaben, schwarz auf weiß: Jetzt reicht's! Wenn sie nachts nochmal so randalieren, dann knallt's. Dann hätte ich ihnen mein Anwalt, die Bullen und die scheiß Ghostbusters an den Hals. Nachtruhe ist 22 Uhr, verdammt. Solange ich hier wohne, wird nachts nicht mehr durch den Flur gerannt. Sie und ihre scheiß WG sind der Grund, dass ich niemals ausschlafe. In Hamburg Mitte, an der vielbefahrenen Hauptstraße. Du behaust die Wohnung in unserem Erdgeschoss. Und dich zeichnet aus, dass du gerne motzt. Überschreitst du das geringste Verbot, bist du instant erbost wie Klaus Kinski auf Koks. Liebst du es, die Faust zu ballen und voller Wut zu kreischen? Dein Blutdruck entspricht dem von Flugzeugreifen. Du gehst liebend gerne früh schlafen, fühlst dich gestört von Party, Sit-in und Fondue-Abend. Extra dicke Schlösser zieh an deinen Türrahmen. Ja, weil die Nachbarn von gegenüber im Nachnamen zwei Üs haben. Nur bei Zucht und Ordnung wird sofort dein Cock hart. Auf deiner Kaffeetasse steht weltbester Blockwart. Du motzt so gerne und so viel, dein Lieblingskomponist heißt Mozart. Ich entschuldige mich für diesen Witz. Heimlich schmeißt du deine Hasspamphlete ein, weil du dich keine echte Konfrontation zu wagen traust. Darin schreibst du, wie sehr du dir die Haare raufst, denn du siehst uns als verdrogte Besucher des Wagenbaus. Du bist so konservativ. Neben dir sieht Horst Seehofer glatt wie Che Guevara aus. Ja, genau. In deinen Briefen siehst du dich als das Opfer hier. Und wir können was erleben, wenn du wegen uns deinen Job verlierst. Doch ich muss sagen, ich weiß nicht so recht, als was ich mir dich vorstellen soll. Als fiesen Pfleger, als Fliesenleger, als Jeansvertreter oder schlichtweg als professionellen Miesepeter. Ich versteh's nicht. Wieso sollte jemanden mit deiner Einstellung einstellen? Vielleicht müsste tatsächlich dieser jemand deine Anstellung einstellen. Ich meine, was, wenn jemand, der so empfindlich wie du auf Lärm reagiert, als Handwerker agiert? Oder noch schlimmer, Grundschullehramt studiert? Hey, komm schon! Du musst dich nach deiner Kündigung nicht mal wundern, dass du keine ordentliche Jobberatung kriegst. Weil du ein Arschloch bist. Du Arschloch, verklagst Nachbarn wegen nicht getrimmter Hecken. Du Arschloch, bezeichnest Nachbarn als Schmarotzer oder Zecken. Für dich Arschloch scheint es das Größte zu sein. Nachbarn zu necken, Fußmatten zu verstecken und du denkst echt, das würde keiner mecken. Ja, mittlerweile wirkt es auf mich, als seist du der Pumuckl dieses Treppenhauses. Also, nur nicht ganz so witzig. Und bei weitem nicht so fröhlich. Und wahrscheinlich kennst du nicht mehr jemanden mit einer abgeschlossenen Tischlerlehre. Also, was ich sagen will, du bist der Pumuckl des Treppenhauses, wenn Pumuckl wie Hitler wäre. Ja, ich verstehe dich schon. Ich verstehe schon. Du empörst dich, denn du hörst mich und das stört dich, doch ich schwöre, ich versuche in Zukunft so ein bisschen leiser zu sein. Und du kannst ja versuchen, weiß nicht, ein bisschen weniger scheiße zu sein. Letzten Endes leben wir beide in einem und demselben Mehrfamilienhaus.
Wenn wir schon stark emotional sein müssen, ey, wie siehst du da mit Liebe aus? Ach komm, auf gute Nachbarschaft. Und vielleicht grüße ich auch nett, wenn man sich hier mal wieder sieht. Und wenn du mal was brauchst, ich leih dir gerne Cyanid. Vielen Dank. Dankeschön.